Genau, ist alles zu sehen. Wir können dich auch gut hören. Ja. Also alles super. Also auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite hier aus München. Ich bin Tristan Budach, ich bin derjenige im Bild und ich bin der Head of Markttechnik bei Trading Stars. Und wir werden uns heute Abend in unserer Stunde mal ein bisschen mit den markttechnischen Exit-Strategien auseinandersetzen. Dann würde ich kurz über unsere Agenda schauen, was wir uns alles vorgenommen haben heute Abend. Und zwar, warum setzen wir eigentlich Stops? Wieso, weshalb, warum? Werden wir kurz erläutern. Dann gehen wir die einzelnen Stop-Taktiken durch. Einmal Stop am Punkt 3, den Bewegungsstop. Und ich werde kurz auf taktische Schlussfolgerungen der einzelnen Stop-Techniken eingehen. Jetzt ist die große Frage, warum setzen wir eigentlich Stops? Man könnte doch die ganze Zeit vor dem Monitor sitzen und einfach aufs Knöpfchen drücken, wenn der Markt nicht mehr so läuft, wie man das möchte. Einerseits, wenn man die ganze Zeit vor dem Markt, also vor den Monitoren sitzt, ist das eine Frage des Zeitmanagements. Sehr viel Work-Life-Balance geht dann in den Keller, man hat quasi kein Leben mehr, weil man nur noch Monitore beobachtet. Also geben wir quasi die Arbeit an den Computer ab. Wenn ein gewisses Szenario nicht mehr stimmt, dann sagen wir ihm mit unserer Stop-Order, dass wir aus dem Markt gehen wollen oder dass irgendeine Aktion passieren wird. Und dadurch steigt quasi unsere Work-Life-Balance wieder. Und unser Zeitmanagement ist wieder im grünen Bereich und wir können das Leben noch ein bisschen genießen, anstatt immer nur auf die viereckigen Röhren zu schauen. Ein anderes Thema, was allerdings, denke ich mal, noch ein bisschen wichtiger ist, ist das Risikomanagement, also die Risikokontrolle, da wir ja mit dem Stop ein gewisses Risikomanagement betreiben können. Wir können sagen, wie viel wir verlieren wollen, wenn eine gewisse Marke gerissen wurde, also wenn quasi unser Trading-Szenario nicht mehr übereinstimmt mit dem, was wir geplant haben. Und dann kann man sagen, so, die Position wird geschlossen und wir riskieren zu dem Zeitpunkt nur einen gewissen Prozentsatz. Wir rechnen das immer in R-Vielfachen. Und hinter R-Vielfachen steht dann ein gewisser Prozentsatz des Depots und mehr wollen wir nicht verlieren. Allerdings gehört das schon wieder zu der Rubrik des Money Managements dann. Heute befassen wir uns mit einem Teil des Risikomanagements. Und dazu gehören einfach die Stop-Techniken der Markttechnik. Dann würde ich sagen, starten wir auch gleich in die Grundform, in den einfachsten Stop, den es in der Markttechnik gibt, den wir bei dem 1 zu 3 Handel verwenden. Und zwar ist das der Stop, der an dem letzten Punkt 3 liegt. Wie ich eben schon erwähnt habe, ist es eine Stop-Technik für den Trendhandel. Unser Ziel dabei ist natürlich, so lange wie möglich in einem Markt zu bleiben, solange er in eine Richtung tendiert. Das ist ganz essentiell, weil wir müssen ja versuchen, viel Gewinn anzuhäufen und den in einem guten Verhältnis abzusichern, ohne dass wir ein zu hohes Risiko eingehen oder dass dieser Stop zu weit weg ist. Deswegen gibt es in der Markttechnik den Punkt 3. Das ist einfach ein schöner Punkt. Und an einem Punkt 3 haben wir gelernt, wenn der Markt da durchgeht, zum Beispiel hier im Bild, wird der Trend beendet oder auch gebrochen, je nachdem, wie das Marktszenario dementsprechend aussieht. Wie funktioniert das Ganze? So. In der einfachsten Form, ohne dass wir uns irgendeine andere Zeiteinheit noch zur Hilfe nehmen und wir nur zum Beispiel den Stundenchart betrachten würden, warten wir auf unsere Initialbewegung, die
einen Startpunkt mit Punkt 1 hat, dann einen Punkt 2 ausbildet, in die Korrektur geht, somit für uns natürlich wieder die Ausgangslage für ein 1-2-3 bildet, dann kommt die Bewegung über den Punkt 2. Der Markttechniker würde jetzt an der Stelle am Punkt 2 in den Markt gehen und der Stop kommt unter dem Punkt 3, der durch das Überschreiten des großen Punkt 2 an dieser Stelle quasi bestätigt wurde. Würde der Markt jetzt hier kurz vor dem Punkt 2 abdrehen und nach unten gehen, würde quasi dieser Punkt 3 nicht bestätigt werden. Also, wir müssen immer den letzten bestätigten Punkt 3 als Stop-Level verwenden. Dann läuft der Markt schön dynamisch über seinen Punkt 2. Dann setzt der Markt wieder zu einer Korrektur an. Das ist so eine Sache. Ein Markt kann nicht dauerhaft steigen. Er braucht irgendwann mal eine gesunde Korrektur, die zu unserer Trendgröße passt, in der wir handeln wollen. Und dann kommt es natürlich wieder zu einer Aufwärtsbewegung. Und gesagt haben, zur Bestätigung eines neuen Punkt 3, der im Idealfall wesentlich höher liegt als der letzte Punkt 3, wo unser Initialstop liegt. Und so setzen wir unsere Stops immer unter den letzten bestätigten Punkt 3. So. Irgendwann gibt es auch mal das Ende eines Trendes. Das ist ganz normal. Irgendwann gibt es irgendwie einen Zinsentscheid oder es gibt eine fundamentale Entscheidung irgendwie in den Märkten und die Leute sagen auf einmal, oh, das Ganze geht in die Short-Richtung und da geht der Markt nach unten, bricht den letzten Punkt 3. In dem Fall, was wir hier gerade einzeichnen, wäre der Non-Failure-Swing. Also müssten wir erst wieder auf eine Korrektur warten und dann die erneute Bestätigung und dann wäre erst wieder ein Abwärtstrend zum Beispiel intakt. Wir hatten noch gelernt, dass es den Failure-Swing gibt, also die Trendbildung vor dem letzten Punkt 3. Da kann man quasi, wenn man den Stop am Punkt 3 handelt, kann man, wenn der Markt hier oben ist, schon ein Augenmerk hier drauf legen, weil man weiß ja, wenn der Markt runterkommen sollte und er knapp vor diesem möglichen neuen Punkt 3 ist, der sich hier befindet, könnte man Market aus dem Markt rausgehen, weil quasi es hat sich ein Gegensignal gebildet in der gleichen Trendgröße. Ich hoffe, das war jetzt soweit verständlich. Also entweder man lässt es einfach laufen, bis der Stop getriggert ist, oder man sieht ein Gegensignal und dann kann man manuell aus dem Markt aussteigen. Dieses gilt natürlich auch auf der Short-Seite. So. Auf der Short-Seite haben wir das Ganze einmal andersherum. Zeichnen wir das ein. Da gibt es wieder unsere Initialbewegung in einem Trend. Dann kommt es zu einer Korrektur. Bei der Bestätigung des Abwärtstrendes hier am roten Punkt gehen wir eine Short-Position ein und unser Stop kommt über den bestätigten Punkt 3. Ganz wichtig. Dann läuft der Markt ein bisschen weiter runter, eine gesunde Korrektur folgt, dann kommt eine weitere Abwärtsbewegung, es wird ein neuerer, tieferer Punkt 3 hier oben bestätigt, dann setzen wir unseren Stop etwas tiefer, also über den neuen bestätigten Punkt 3 und so läuft der Markt immer weiter nach unten, bis irgendwann einmal der Stop gerissen wird und wir aus dem Markt geholt werden. Gleiches Spiel auch im Short-Trend.
Wenn dieser gebrochen wurde, besteht aktuell erstmal kein Trend. Wir müssten hier mit einem Non-Failure-Swing auf eine Korrektur warten und eine erneute Trendbestätigung, dass der Markt quasi in eine Long-Richtung wechselt. Der Stop würde dann wieder hier unter einem bestätigten Punkt 3 liegen. Und so wechselt sich das in den Märkten immer relativ genau ab. Nur, ich sag mal so, in der Theorie können wir viel reden und hier im Schema, im Chart sieht das dann alles ganz anders aus. Also leider nicht so schön sauber, wie wir das hier malen können. Deswegen würde ich sagen, wir wechseln jetzt einfach mal in eine deutsche Aktie, und zwar die Deutsche Bankaktie. Ist nämlich gerade ein wunderschöner, mustergültiger Abwärtstrend. So, ich schaue noch mal kurz in die Fragen. Wir haben eine Frage von Peter. Wenn man da die ganze Bewegung sieht und dazu die Gewinnstrecke, Fragezeichen. Kannst du das vielleicht nochmal anders schreiben, dass ich das im Zusammenhang besser verstehe? Das wäre nett. Danke. Okay, wir haben die Deutsche Bankaktie jetzt auf dem Bildschirm und sehen einen wunderschönen Abwärtstrend. Leider ist es ja so, wenn wir im aktuellen Markt sind, dann sehen wir nicht, was in der Zukunft kommen wird. Was wir sehen ist, der Markt kam hier runter, ging in eine Korrektur über, bildete seine Zweierpunkte aus, hier an der Stelle, einen möglichen Punkt 3 mit Fragezeichen. Und in dem Moment heißt es für uns, dass die Alarmglocken angehen und wir setzen quasi unsere Verkaufsorder unter diesen möglichen Punkt 2. Und sobald der Markt hier runterkommt und die Order ausführt, setzen wir selbstverständlich unseren Stop hier oben über den jetzt dann bestätigten Punkt 3 und geben dem Markt einfach Luft, damit er quasi in diesem Fall ordentlich tief fallen kann, in der Long-Richtung natürlich bis zur Sonne und noch viel weiter steigen kann, im Idealfall. Bei der Short-Richtung muss man natürlich bedenken, dass wir nicht tiefer als 0 fallen können. Also ist die Long-Richtung schöner für den Trendhändler, weil das könnte theoretisch unendlich gehen. Nach einer schönen Abwärtsbewegung ist der Markt wieder korrigiert. Dann kam es zu einer weiteren Abwärtsbewegung. Wir setzen unseren Stop über den letzten bestätigten Punkt 3. Der befindet sich hier. Dann kam es zu einer etwas tieferen Korrektur in der Deutschen Bankaktie. Bis hier oben, das ist locker bis ans 76er Retracement nach Fibonacci. Allerdings, der Trend ist weiterhin intakt und dann kam es zu einem sehr starken dynamischen Abverkauf in der Aktie, wo es kein Halten mehr gab und erst heute oder in den letzten Tagen kam es zu einer Stabilisierung hier unten bei 20,70 €, kam es zu einer Art V-Reversal, das sehen wir hier, also einer Art Bodenbildung. Wenn wir den Trendhandel am Punkt 2 zugehörig sind, wird er aktuell unser Stop weit weg hier oben liegen. Also braucht man ein starkes Nervenkostüm, weil wir müssen erst eine gesunde Korrektur abwarten, bevor wir den neuen Stop nachziehen können. Also eine Korrektur bis in das Gebiet hinein. Und dann müsste eine neue Abwärtsbewegung kommen. Und dann könnten wir den Stop
über den neu bestätigten Punkt 3 legen. Ich hoffe, die Stop-Setzung am Punkt 3 ist soweit angekommen. Ist eine der einfachsten Stop-Techniken in der Markttechnik und eine der effektivsten meiner Meinung nach. Weil alle anderen Stop-Technik basieren quasi auf dieser Stop-Technik. So, dann switchen wir einmal in die PowerPoint-Präsentation zurück und gucken uns eine etwas komplexere Stop-Logik in der Markttechnik an. Das ist die Bewegungs-Stop-Logik. Wahrscheinlich hat dies schon einige von Ihnen gehört aus den Büchern von Michael Vogt, von Herrn Gabel und. Dies wird auch schon im Agena Trader, den wir auch verwenden, automatisiert gehandelt, der Bewegungsstop. Allerdings ist es nie verkehrt, überhaupt erstmal die theoretischen Grundlagen von diesem Stop kennenzulernen, bevor man ihn live und in Farbe automatisiert einhandelt, weil man sollte einfach wissen, was man tut. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal auf den Bewegungsstop ein und Sie können sehen, es ist ein klassischer Trailing Stop, der quasi nah an den Markt geführt wird. Man gibt mit dem Bewegungsstop dem Markt nicht so viel Luft wie beim Handel am P3, also beim Stop am P3. Wir wollen, wenn man einen Trend betrachtet, immer nur die Bewegung mitnehmen, nie die Korrektur. Also ist hauptsächlich für den Bewegungshandel gedacht. Und wir wollen natürlich so viel Bewegung wie möglich des neuen Abwärtsmoves in einer Abwärtsbewegung oder in einer Aufwärtsbewegung mitnehmen. Und ein markanter Unterschied ist, wenn wir uns den Stop an P3 anschauen, ich gehe nochmal in die Chartsoftware, dann schauen wir uns im Endeffekt das Zusammenspiel dieser ganzen Kerzen, die wir hier drinnen sehen, jeweils 1-Stunden-Kerzen, schauen wir uns im Gesamtkontext an. Also eine Kerze für sich ist nicht so interessant. Und wenn wir uns den Bewegungsstop anschauen, und dann sehen Sie hier, basiert auf dem Verhalten der Kerzen einer Periode. Also wir gucken uns jede einzelne Kerze genauer an. Das ist der markante Unterschied dabei. Und wir müssen die Grundlagen für Außenstäbe und Innenstäbe klären. Ganz wichtig. Und das werden wir jetzt an einem Beispiel einmal durchgehen. So, kurz was trinken. So, jetzt habe ich einmal ein Stück Chart als Bild in die PowerPoint hineingenommen, um einfach mal Ihnen zu zeigen, was ein Außenstab ist, in der Zukunft AS abgekürzt, und was Innenstäbe sind, in der Zukunft mit IS abgekürzt. Ist momentan vielleicht ein bisschen ungünstig gewählt anhand der politischen Lage, aber Innenstab, das war die logischste Abkürzung dafür. So, wenn in einem Markt, quasi in dem Fall, ein Abwärtsmove auftritt, kommt hier der Markt runter und bildet große dynamische Kerzen aus. Und jetzt sehen wir, dass der Markt auf einmal quasi konsolidiert und irgendwie nur seitwärts läuft. Also keine schöne trendartige Dynamik mehr in dem Markt ist, und es wird viel Geld verbrannt quasi. Und es ist quasi, der Trader möchte nie, eigentlich lieber nie eine Seitwärtsphase, weil es eben Geld verbrennt. Und deswegen haben wir quasi das Mittel des Bewegungsstops, was dann den Stop etwas weiter wegsetzt in diesen Phasen. Aber jetzt gehen wir erstmal auf den Außenstab ein.
der Außenstab. Wir sehen, die Kerze 1 hat eine dynamische Abwärtsbewegung. Close Course ist nahe dem Tief. Und die darauffolgende Kerze, markiere ich mal mit Kerze 2, hat einen tieferen Close als das Tief der Kerze 1. Das ist ganz wichtig, dass in einem Short-Szenario muss das Tief gebrochen worden sein von dem Close der aktuellen Kerze, was sich hier befindet. Somit ist die Kerze 2 eine Außenkerze, also ein Außenstab. Meine Malkünste sind leider nicht die besten mit der Maus, aber ich denke, es ist in dem Fall auf der Long-Seite zum Beispiel, sehen wir hier am rechten Bildrand, dass wir hier eine Außenkerze hatten. Dann kam es zu Innenstäben, da kommen wir gleich dazu. Und dann gab es einen Close Course oberhalb des Hochs der Außenkerze. Und somit haben wir hier einen Außenstab auf der Long-Seite. Ganz wichtig ist, im Short-Modus immer Close tiefer als das Tief der Vorkerze. Und im Long-Modus muss der Close immer größer sein als das Hoch seines Außenstabes. So, jetzt kommen wir einmal zu den Innenkerzen oder Innenstäben. Ein Innenstab ist so definiert, dass quasi hier Kerze 3 ist ein klassischer Innenstab. Nach dieser dynamischen Abwärtsbewegung schafft es der Markt, nicht mehr unter das Tief dieser Kerze 2 zu handeln. Also es gibt keinen Close-Kurs unter der Kerze, sondern die dritte Kerze hier im Bild schließt innerhalb der Hochtiefspanne unseres Außenstabes. Und somit ist quasi ein Innenstab definiert. Sobald wir einen Close innerhalb der Hochtiefspanne des Außenstabes haben, haben wir einen Innenstab. Auf der Long-Seite ist das das gleiche Spiel, nur andersrum. Sobald wir einen Close-Kurs innerhalb der Hochtiefspanne, hier im Fall, ich kennzeichne jetzt mal, Kerze 4 war unser Außenstab Long. Und die darauffolgende Kerze hat einen Close-Kurs innerhalb der Hochtiefspanne des Außenstabs. Somit haben wir hier einen Innenstab und soweit wissen wir erstmal die Grundlagen für den Bewegungsstop. Wir agieren anhand von Außenstäben und Innenstäben. Ganz wichtig. Nun müssen wir noch klären, wie denn eigentlich der Stop anhand dieser Logik versetzt wird. Ich nehme einmal die ganzen Zeichnungen wieder raus, damit wir einen Überblick behalten. Und wir betrachten das ganze Szenario erst einmal auf der Short-Seite. Ich würde sagen, da die Deutsche Bank-Aktie sehr schön aussah im Bild, schmeiße ich mal unseren Trendhandel auf dem P3 einfach mal komplett raus und wir schauen uns nur den Bewegungshandel an mit dem Bewegungsstop und erkläre ihn anhand dessen die Regeln des Bewegungsstops. So. Hier ist ein schönes Beispiel. Das Szenario sieht wie folgt aus. Abwärtsbewegung, der Markt kommt hier hoch und wir gehen konservativ short unter den Punkt 3 und wollen die darauffolgende Bewegung einfach noch mithandeln, wollen dies aber sehr nah am Markt tun und deswegen setzen wir den Bewegungsstop ein. So. Jetzt hole ich einmal das Bild genauer rein.
Das heißt, unser Entry war hier an der großen roten dynamischen Kerze. Das war hier. Ich markiere das mal mit Kerze 1. Das ist ein klassischer Außenstab. Wenn man jetzt quasi hier short geht, sitzt der Initialstop erst einmal an der Kerze vor dem Entry. Also quasi hier über dieser kleinen grünen Kerze. Ich markiere es mal mit 0, wird der Stop an der Vorkerze gesetzt. Wenn jetzt die nächste Kerze sich ausbildet, müssen wir wieder prüfen, ist der Close-Kurs innerhalb der Hoch-Tief-Spanne der Vorkerze? Wenn ja, hätten wir einen Innenstab. Wenn nein, haben wir einen Außenstab. Hier in dem Fall ist der Close außerhalb. Das heißt, wir haben einen Außenstab. Ganz klassisch. Und so muss man das dann immer mitverfolgen. Und dann sehen wir hier diese hammerartige Kerze, also mit einem sehr großen Docht und einem klitzekleinen Körper, schließt innerhalb der Hochtiefspanne und somit haben wir hier einen Innenstab. So, jetzt muss ich hier nochmal kurz ein bisschen aufräumen. Also, unser Initialstop war hier. Nach dem Close-Kurs unter unserer Entry-Kerze verlegen wir den Stop auf die Entry-Kerze, also das Hoch der Entry-Kerze. Jetzt hat sich diese Kerze quasi ausgebildet. Jetzt dürfen wir den Stop hier runter verlegen. Nachdem die Kerze fertig war, kommt ein ganz großes Achtungszeichen. Wenn ein Innenstab auftritt, müssen wir den Stop auf die Kerze davor zurückverlegen. Also nicht so, sondern der Stop wandert wieder hier oben zurück auf unsere Entry-Kerze. Und jetzt müssen wir darauf warten, dass quasi wieder eine Kerze außerhalb der Hoch-Tief-Spanne des Außenstabes schließt. Und dann sehen wir hier ganz knapp, dass wahrscheinlich diese Hammerkerze hier darunter geschlossen hat. Wenn man sich da nicht sicher ist, kann man gucken, ob eine andere ist. Hier wäre auch eine mögliche Trendversetzung. Solange quasi kein neuer Außenstab entstanden ist, wird unser Stop immer weitergezogen auf dem Level der letzten Außenkerze oder der Kerze vor dem Außenstab. Ganz wichtig, wenn wir hier unseren Außenstab hatten, die Kerze davor, das Hoch ist das Stop-Level. Erst wenn zum Beispiel hier ein neuer Außenstab generiert wird, wird der Stop hier runter verlegt. Dann sehen wir, die nächste Kerze schließt wieder innerhalb der Hoch-Tief-Spanne unseres neuen Außenstabes. Das heißt, unser Stop muss leider wieder hier hoch und jetzt haben wir hier die Hoch-Tief-Spanne des Außenstabs und sie wird dynamisch mit dieser roten Kerze nach unten verlassen. Wir haben einen wunderschönen, eindeutigen Close-Kurs unterhalb des Tiefs. Somit haben wir einen Außenstab und unser Stop darf endlich hier runtergezogen werden. Und wir haben ein bisschen Gewinn in der aktuellen Situation abgesichert. Allerdings befinden wir uns immer noch im Markt. So, André meint, das ganze Stop nachziehen ist ganz schön zeitaufwendig.
Wie gesagt, wir gehen gerade nur durch die Theorie. In der Praxis ist es schon so, dass einem die Arbeit eine Chart-Software wie Agena Trader abnimmt. Das ist programmiert und das läuft recht gut. Aber ansonsten müsstest du wirklich nach jeder Stunde auf diesen Chart schauen und den Stop nachziehen oder wieder zurückschieben. Definitiv zeitaufwendig. So, jetzt sehen wir hier, wir bekommen einen neuen Instab. Der Stop kommt auf die Vorperiode vor dem Außenstab. Dort wird er erstmal nachgezogen, 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 bis auf einmal hier diese zwei dynamischen grünen Kerzen auftreten. Es ist so, dass dieser Trailing Stop so funktioniert, dass wir einmal den harten Stop haben. Also wenn jetzt der Kurs quasi durch die grüne Linie hier durchlaufen würde, wären wir sofort aus dem Markt, klar, dann würde die Position verkauft werden. Allerdings sehen wir, dass die grüne Kerze oberhalb des Außenstabes schließt. Und wir haben ja gelernt, sobald eine Kerze außerhalb der Hochtiefspanne des Außenstabes schließt, haben wir einen neuen Außenstab. Und diesmal ist es in einer Long-Richtung. Das heißt, am Ende dieser Stunde der grünen Kerze hier im Bild, mach hier mal eine Markierung hin. Am Ende der Stunde von dieser Kerze müssen wir die Position nach der Bewegungstrend-Handelstechnik manuell schließen. Wir warten nicht darauf, dass der Stop hier oben gerissen wird. Wir schließen sie manuell. Und dann können wir wieder nach neuen Einstiegsmöglichkeiten in den Markt suchen. Jetzt schmeiße ich das alles einmal raus und wir gucken uns das Ganze einfach nochmal schöner an. Also wie gesagt, Entry war hier, Initialstop, der Stop wird hier runter gezogen. Bei der Periode müssen wir wieder hier hoch. Dann gab es die Periode, wir setzen den Stop hier runter. Wir haben hier wieder Innenstäbe. Der Stop kommt hier hin. Läuft, läuft, läuft. Dann hier unten wunderschöner Außenstab. Und hier drüben haben wir eine Close oberhalb des Außenstabs. Heißt, wir müssen die Position manuell schließen. Ansonsten funktioniert es wie ein ganz normaler Stop. Sollte die grüne Kerze hier direkt durchlaufen, wird die Position geschlossen. So, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein Long-Szenario finden. So. Wir schauen uns das Ganze einfach mal in der Korrektur an, auch wenn man das nicht tun sollte. Allerdings sehen wir hier gerade schöne dynamische Bewegungen auf dem Stundenchart. Hier haben wir ein klassisches Reversal Pattern. Erst eine wunderschöne Abwärtsbewegung und die nächste Kerze schießt auch gleich wieder nach oben. Kann man quasi an dem Hoch dieser Formation einsteigen, weil wir haben ja gelernt aus den letzten Webinaren, wo es um Entries ging und Umkehrstäbe, dass ein Umkehrstab in einer tieferen Zeiteinheit aus zwei Kerzen besteht. Und im Endeffekt haben wir gerade so ein Szenario hier, also auf einem 2-Stunden-Chart sollte das ein doch relativ großer Umkehrstab sein. Also kann man da auch mal long spekulieren. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal die Stop-Logik durch. Wir steigen hier über den Hoch der Kerze ein. Unser Initialstop liegt hier unten. Die grüne Kerze ist ein Außenstab. Wir haben einen Close oberhalb der Hochs dieser Kerzen. Das heißt, unser Stop wird unter das Tief nachgezogen. Die darauf folgenden Kerzen sind
Innenstäbe. Das heißt, unser Stop wurde von hier wieder nach unten verschoben. Für jeden Trader bitter, weil wir waren fast an unserem Einstiegspunkt und hatten nur noch wenig Risiko. Und auf einmal haben wir wieder volles Risiko. Aber damit muss man halt lernen, umzugehen. So, dann mussten wir ein, zwei Stunden warten, bis dann hier eine dynamische Aufwärtsbewegung eine neue Außenkerze gebildet hat. Der Stop wird hier hoch in den Gewinn verlegt. Die Folgekerze schließt wieder innerhalb der Hoch-Tiefspanne des Außenstabes. Wir haben gelernt, dass wir dann den Stop auf die Vorperiode des Außenstabes zurückziehen müssen. Und jetzt sehen wir was ganz Fieses. Wenn man das tut, da kommt es dann wieder auf den Broker drauf an, weil wir gucken uns das gerade mal ein bisschen genauer an. Wenn wir den Bewegungsstop auf die Vorperiode setzen, ist die grüne Kerze hier am 26. November um 9 Uhr minimal an das Tief der Kerze hier gelaufen. Am 25., da wo wir unseren Stop hatten. Je nach Broker, oder sagen wir es mal, je gemeiner er ist, kann es da schon zu einem Filter Order kommen. Oder man hat Glück, ist noch im Markt. Das heißt, wir hätten hier eine neue Außenkerze, also Außenstab. Unser Stop würde erstmal hier liegen bleiben, weil das Tief ist leider gleich wie das hier vorne. Aber dann kommt es in der Folgestunde zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung. Das heißt, wir dürfen dann unseren Stop definitiv nachziehen unter das Tief dieser Kerze. Die Folgekerze wieder eine Innenkerze. Das heißt, unser Stop muss leider wieder hier runter. Darauf folgende Kerze ist ein Außenstab. Wir sehen hier eine Inside Bar Ausbildung, also definitiv ein Innenstab. Unser Stop muss auf die Vorperiode zurück. Hier sehen wir noch eine Besonderheit, dass die Kerze vor dem Außenstab innerhalb der Range des Außenstabs ist. Somit geht unser Stop auf die davorliegende Kerze, die quasi ein tieferes Tief hat als der Außenstab. Somit liegt unser Stop dann auf einem Level bei 24,08 und dann erledigt der Markt quasi den Rest und wir haben am 26. November gegen 14 Uhr einen tieferen Close-Kurs unterhalb des Außenstabs und müssen somit manuell aus dem Chart, aus dem Trade aussteigen. Es ist quasi diese Stop-Technik hat klare Regeln. Wenn man im Live-Handel unterwegs ist, haben diese Regeln Vorteile, allerdings auch Nachteile. Weil manchmal wird man einfach aus dem Markt genommen, ohne dass irgendwas Fundamentales in der Trendstruktur passiert ist. Und ja, manchmal ist es einfach besser, wir handeln nur die Trends am Punkt oder den Stop am Punkt 3. Allerdings kann man die Sachen auch kombinieren. Und das würde ich gerne einmal kurz erläutern, was ich damit meine. Wir haben ja gelernt, dass eine solche Bewegung, wie wir sie hier gerade im Chart sehen, hier das Stück, ist in einer tieferen Zeiteinheit eine trendartige Bewegung. Also die einzelnen Arme sind in der tieferen Zeiteinheit trendartig und dann kommt es zu der Korrektur, welche auch wieder trendartig ist, allerdings nur stark überlappend und länger gezogen, also nicht so dynamisch wie die Aufwärtsbewegung. Das heißt quasi, man kann
eine Bewegung, zum Beispiel im Stundenchart, auch einfach auf einem 5-Minuten-Chart als Trendstop-Logik handeln, also den Stop am P3. Jetzt schauen wir mal, ob wir gerade die Historie reinbekommen dafür. Jetzt drücken wir die Daumen. Mager nicht. Ist nicht so tragisch. Schauen wir uns das Ganze einfach hier hinten an, wo wir die Historie dafür haben. Wir sehen hier am rechten Rand gleiches Spiel wie eben, nur auf der Long-Seite quasi ein Entry über den Hoch, der Initialstop liegt hier unten. Die Folgekerze ist ein Außenstab. Die darauf folgende Kerze ist ebenfalls ein Außenstab. Und dann kommt es leider zu einem Bruch dieser Bewegung, weil ein bisschen der Kurs hier drunter getickt ist. Ist in dem Bewegungshandel schade, passiert. Allerdings, wenn man jetzt dem Trendhandel in der tieferen Zeiteinheit angehört, könnte man theoretisch noch im Markt sein. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal genauer an. Und da sehen wir, dass die Bewegung, die wir im Stundenchart gehandelt haben, hier dynamisch aufwärts, im 5-Minuten-Chart, also in der Trendebene des 5-Minuten-Charts, noch gar kein Trend gewesen ist. Also in dem Beispiel wäre erst ein Trend für die Stop-Logik am Punkt 3 hier an dem Punkt gegeben. Also wenn eine Korrektur, Bestätigung, hätte man hier stoppen können und jetzt geht der Markt weiter hier hoch und hier ist der neue mögliche Punkt 3 für einen Trendhandel. Der Bewegungshändler müsste jetzt einfach nur wieder versuchen, neu in den Markt einzusteigen und versuchen, das ganze Spiel wieder von neuem, also neues Risiko und. Der Händler, der am P2 einsteigt mit dem Stop am P3, wäre definitiv noch im Markt, also hätte ein Minus-Trade weniger auf dem Konto. Und so ist das halt das Problem. Das ist immer, ich sag's so schön, man hat die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Jeder hat so seine Vorteile, seine Nachteile. Und das muss man einfach im aktiven Handel für sich rausbekommen, mit was man lieber arbeitet. Ich bin ganz ehrlich, ich arbeite lieber mit dem Stop am Punkt 3 und gehe lieber eine Zeiteinheit tiefer und lege da meine relaxten Stops am Punkt 3. Den Bewegungsstop in Action haben wir uns gerade angeschaut. Ich denke, das war soweit auf jeden Fall einleuchten, wie im Groben und Ganzen die Logik funktioniert. Wie gesagt, in einigen Handelsplattformen ist das schon automatisiert oder wird in den nächsten Monaten definitiv kommen, weil da ein sehr großer Markt besteht. Jetzt kommen wir zu taktischen Schlussfolgerungen aus den Stop-Techniken. Wenn wir wirklich nur pur am am P2 einsteigen wollen, ist natürlich klar, dass wir immer den Stop am Punkt 3 legen werden. Und da ist es erstmal, also wichtig ist, Stop am P3 in der gleichen Trendgröße. Wenn wir den Entry am P2 vollziehen und wollen nur die Bewegung handeln, dann können wir quasi sagen, okay, wir steigen am P2 der größeren Trendebene ein, aber setzen einen Stop auf dem P3 der tieferen Zeiteinheit.
Ich schaue mal, ob ich hierzu gerade ein Szenario finde. Schauen wir mal kurz hier drüben rein. Ist nicht ganz so schön. Aber es ist im Endeffekt, die Logik möchte ich euch erklären. Wir wollen unterhalb eines P2s in den Markt hineinkommen und nur die entstehende Bewegung handeln. Das heißt für uns, wenn man den Trendhandel am P3 machen würde, wäre der Stop hier oben. Wir haben ein sehr großes Risiko, ist für uns nicht wirtschaftlich. Hohes Risiko bedeutet, wir vernichten unser Konto und darum versuchen wir hier innen liegend in dem Trend unsere Stop-Führung zu vollziehen. Und da ist es einfach so, dass wenn wir hier an dem Punkt einsteigen, wie gesagt, gerade kein schönes Beispiel, weil der Stop trotzdem noch relativ weit weg ist, haben wir hier drinnen einen Trend, der sich ausbildet. Es kommt zu dem Move hier runter. Wir gehen in den Markt rein und unser Stop würde hier sitzen, anstatt hier oben. Und dann ginge der Trendhandel in der tieferen Zeiteinheit hier unten immer tiefer, bis man quasi hier unten ausgestoppt werden würde. Wie gesagt, ist mein persönlicher Favorit, einfach in die tiefere Zeiteinheit. Trendhandel mit Stop am P3 ist ein gemütliches Ding und ihr habt einfach Zeit, um euer Leben auch noch ein bisschen zu genießen bei der ganzen Nummer, ne? Dann hatten wir bei den Entry-Signalen ja noch die Umkehrstäbe. Beim Umkehrstab war es ja so, dass man darauf aus ist, eine neu entstehende Bewegung zu handeln. Da ist es dann halt definitiv so, dass man erst einmal anfängt mit dem mit der Bewegungsstop-Logik. Und wenn man möchte, also möchte, kann man natürlich, wie ich das eben erklärt habe, in die tiefere Zeiteinheit switchen, um da wiederum den Handel mit dem Stop am P3 durchzuführen. Aber das ist wieder Geschmackssache. Wie gesagt, ich würde euch empfehlen, macht euch ein Handelsjournal und als Demo führt ihr einfach mal beide Stops im Journal auf und seht mal, wer für euch bessere Ergebnisse erzielt. Dann ist natürlich klar, derjenige, der die besseren Ergebnisse hat, das wird euer Stop. Wenn ihr dann mental mit dem auch noch gut zurecht kommt, ist es noch besser. Als letzte Entry-Technik hatten wir die markttechnische oder die fachliche Unschärfe. Das war ja so, dass wir quasi nur die Großwetterlage hergenommen haben. Und wenn diese in einem bestätigten Trend sich befindet und in die Korrektur übergeht, dann kaufen wir uns in die Korrektur gestaffelt hinein und setzen unseren Stop als allererstes an den letzten Punkt 3 der Großwetterlage. Also erstmal sehr weit weg. Wir lassen dem Markt sehr viel Luft. Und erst wenn wir immer näher an den großen Punkt 2 der Großwetterlage kommen, müssen wir unseren Stop quasi aggressiver setzen. Das heißt, entweder wenn wir in der Großwetterlageneinheit bleiben wollen, benutzen wir ab dem Punkt 2 die Bewegungsstopp-Logik oder wir switchen wieder in eine tiefere Zeiteinheit und traden den Trend der Bewegung, was wiederum sehr sinnvoll ist, weil man weiß einfach nie, wie weit einen der Markt trägt in so einer Bewegung. Manchmal kann das über viele bestätigte Trendzyklen erfolgen, also viele aneinandergereihte Trendfraktale, wie wir das in der Deutschen Bank-Aktie gesehen haben. Wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bewegungsabschnitte alleine. Und ich glaube, niemand hätte gedacht, dass der letzte Move hier so dynamisch abwärts geht in der Bewegung. Also kann man definitiv wunderschön in der tieferen Zeiteinheit als Trend runterhandeln. Aber da kommen wir wieder darauf, das möchte nicht weggehen. So, jetzt ganz einfach, technische Unschärfe vor dem großen Punkt 2, bleiben wir in der Stop-Logik unscharf und je näher wir an den Punkt 2 kommen oder auch über den Punkt 2, umso schärfer muss unsere Stop-Logik werden. So, im Groben und Ganzen haben wir unsere Exit-Strategien somit besprochen in der Markttechnik. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht verwundert, dass es im Endeffekt nur so wenige sind. Aber wenn wir diese Techniken gut anwenden und gut kombinieren in Bezug auf die fachliche Unschärfe, dann kann man seine Gewinne quasi extrem steigern oder das Maximum rausholen. Man muss sich dazu noch nicht mal so an den klassischen Punkten der Charttechnik orientieren, an irgendwelchen Unterstützungen oder Widerständen. Wir lassen ihn einfach laufen, den Trend. Und wir haben ja gelernt, in der tieferen Zeiteinheit ist eine Bewegung ein Trend. Also gehen wir einfach hier mit dem Stop am Punkt 3 in der entsprechenden Trendebene vor und schon haben wir uns definitiv einen Vorteil erarbeitet. Für jeden leicht umsetzbar, wer quasi nicht die statistische Auswertung in seine Trading Journal machen will oder denkt, das ist zu viel Arbeit zwischen dem oder dem hier zu entscheiden, geht einfach Stop an P3, da macht ihr nichts verkehrt, in der richtigen Trendebene. Passt auf die verschachtelten relativen Trends in Bezug auch auf das absolute Trendmodell. Und es ist wichtig, dass ihr immer den absoluten mittleren Trend als eure Großwetterlage nutzt und der Stop wird in der Signalebene gesetzt, also quasi in unserem absoluten kleinen Trend. Außer ihr möchtet euren Trade in eine höhere Zeitebene transferieren, also quasi im Stundenchart einsteigen und den Entry dann so managen, als ob ihr im Tageschart oder in den Wochenchart eingestiegen seid, dann müsst ihr euch ebenfalls dann am den relativen Trends nach oben orientieren und euer absolutes Trendmodell dementsprechend anpassen. Allerdings ist das, denke ich mal, ein Thema für 2016, also 2016, weil dies ist dann relativ komplex, Trades aus einer kleinen Zeiteinheit in eine größere Zeiteinheit zu transformieren. Fangt erstmal an, sucht eure Entries in der Großwetterlage im absoluten mittleren Trend, euer Stop in der Signalebene am Punkt 3 und ich denke mal, eure Ergebnisse werden sich definitiv verbessern, wenn sie nicht schon gut sind. Somit würde ich sagen, habt ihr soweit noch Fragen an mich? Jetzt will Antivirus was von uns. Alles rauslöschen. So. Habt ihr soweit noch Fragen? Da kommt auch schon einiges rein. So. So, ich nehme mal die Frage von Bernhard vor. Runde Zahlen haben bei der Stop-Setzung für uns keine Bedeutung, ist definitiv egal. Wie gesagt,
Der Markt gibt uns die Stop-Zonen vor, egal ob es 3 Nullen, 1 Null oder 100 Nullen hat. Wenn der Markt sagt, oh, wir haben einen bestätigten Punkt 3, dann setzen wir da unseren Stop hin, egal was in der Nähe ist. Der Unterschied zwischen 2 und 3 mit Fragezeichen, fragt Jens. Das zeichne ich euch kurz ein. Ist, glaube ich, am einfachsten, wenn wir das einzeichnen. Oder wir gehen einfach nochmal in den Chart hinein. So, Jens, es ist einfach so, ein Markt bewegt sich immer in Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Und es ist so, es gibt eine Initialbewegung, die hat die 1 als Labelung bei uns oder generell in der Markttechnik. Dann ein Tiefpunkt in einem Abwärtstrend ist, oder das Bewegungstief ist der Punkt 2 und das Korrekturhoch bildet den Punkt 3. In einem Aufwärtstrend ist das dann vice versa, also genau andersrum. Wir haben hier Aufwärtsbewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Ja, so. Das Bewegungshoch wird immer mit dem Punkt 2 deklariert. Das Korrekturtief ist der Punkt 3, da wo dann auch unsere Stops sitzen. Und so wird das immer weiter durchgezeichnet. Wenn ein Fragezeichen an einer Zahl ist, bedeutet das nur für uns, dass dieser Punkt noch nicht bestätigt ist. So, dann schau mal. Ob ich ein Buch empfehlen kann? Ich will jetzt keine Werbung machen, aber was man definitiv gelesen haben sollte, ist natürlich das große Buch der Markttechnik, die und das dazugehörige Arbeitsbuch der Markttechnik. Und man kann unter anderem auch den professionellen Börsenhandel von Erdal Schene lesen. Ist nicht verkehrt, weil es ist immer ganz schön, mal zwei unterschiedliche Denkansätze zu der gleichen Thematik zu sehen. Da erscheint dann vielleicht einiges ein bisschen logischer. Und so kann man sich dann immer weiter nach vorne bewegen. So. Jens, du meintest Beispiel 2 und 3 bei der Stoppsetzung. Okay. Ich gehe mal kurz auf die PowerPoint zurück. Meintest du Beispiel 2 und 3 bei Bewegungsstopp? So. Ah, letzte Folie meinte. Da kommen der Sache näher. Also nochmal die Stop-Logik bei fachlicher Unschärfe. Ich würde sagen, wir gehen wieder in den Live-Chart und ich erkläre das nochmal kurz am Beispiel. Wir nehmen hier einfach nochmal alles raus aus dem Chart, das ganze Gewirr. Bei dem Handel mit markttechnischer Unschärfe ist es ja so, wir brauchen einen intakten Abwärtstrend. Dieser wurde hier an der Stelle bestätigt und in der einsetzenden Korrektur hier versuchen wir an Limits in den Markt hineinzukommen. Das ist hier in dem Fall, wäre das definitiv passiert. Und wenn wir hier
in den Markt reingehen, sitzt unser Stop hier oben unter dem über dem letzten bestätigten Punkt 3. So, ich zeichne mal kurz die Punkte ein. Sie haben ja definitiv den Punkt 2, da den Punkt 3. Das ist der letzte bestätigte Punkt 3. Hier haben wir den Punkt 2. Und aktuell hier hätten wir in dem Beispiel einen Punkt 3 mit Fragezeichen, weil der Markt ist ja in dem Szenario noch nicht runtergelaufen, erst dann im Nachhinein. Und dann ist es so, wir versuchen in die neue Bewegung hineinzukommen. Das heißt nicht, dass wir den Trend, also den pinken Trend handeln wollen, sondern wir wollen ja nur in die Bewegung hineinkommen. Und das heißt, je weiter der Markt Richtung des P2s hier unten kommt, umso mehr Gedanken müssen wir uns machen, wie wir den Stop versetzen wollen. Man könnte auch sagen, wenn er hier unten durchgeht, bestätigt er ja quasi diesen Punkt 3, dann würde der Stop hier nachgezogen werden, dann macht man allerdings einen Trendhandel dieser pinken Trendebene. Wollen wir aber nicht. Wir wollen einfach nur diese neu entstehende Bewegung nach hier unten handeln. Deswegen, wenn wir kurz vor dem P2 sind, sollten wir einfach dann in eine tiefere Zeiteinheit switchen und den darin liegenden kleineren Trend, den man hier schon schön sehen kann, einfach per Trendhandel am P3 runterhandeln. Und dann sehen wir, dass wir hier voraussichtlich kurz nach dem Bruch des großen Punkt 2 schon aus dem Markt genommen worden wären, weil er dann wieder hier in eine Korrektur übergegangen wäre, die man hier sieht. Und dann wäre der Move hier runtergekommen und ein wunderschöner Abwärtstrend in der tieferen Zeiteinheit hätte uns aktuell bis hier unten getragen. Der Stop in der tieferen Zeiteinheit wäre aktuell bei 21,70 circa und wir würden immer noch auf fallende Kurse in der Deutsche Bank Aktie handeln. Jens meint gerade Unschärfe und Innenstäbe. Im Endeffekt, die Unschärfe ist ja dafür da, dass wir nicht so viel am Monitor sitzen müssen. Also, schau mal kurz. Also würde ich definitiv die Innenstäbe und so nicht empfehlen bei dem Handel mit der Unschärfe. Kann man machen, aber wir sehen hier, wird man relativ oft aus dem Markt rausgeschmissen, weil es kurzfristige Gegenbewegungen gibt. Und ansonsten ist ja, wenn es zu Innenstäben kommt, ist das eine Korrektur des tieferen Trendes. Das darf man immer nicht vergessen. Die verschachtelten Trends sind in einer höheren Zeiteinheit einfach nur eine dynamische Abwärtsbewegung. Kommt es in dieser höheren Zeiteinheit zu Innenstäben, haben wir eine Korrektur in den tieferen Zeiteinheiten, welche halt wieder in der tieferen Zeiteinheit einen Trend darstellt. Ansonsten, wenn die Frage soweit noch nicht geklärt ist, bitte einfach die Frage nochmal an die Internetadresse info@tradingstars.de schreiben. Ich nehme mich derer gerne an und dann werden wir sicher eine passende Antwort für dich finden, Jens. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit über die letzten Webinare über markttechnische Entries, Exits und so weiter und so fort. Und ich hoffe, wir werden noch ein schönes Jahr 2016 vor uns haben. Und ansonsten wünsche ich euch schon mal einen guten Rutsch in das neue Jahr und schöne Weihnachten. Und ja,
jeden Fall noch einen schönen Abend. Also denn, tschüss. Jens, ich lese gerade noch deine Frage. Es ist im Endeffekt, wenn du in der gleichen Zeiteinheit bleiben möchtest, dann musst du den, also gleiche Zeiteinheit, wo dein Einstieg getätigt wurde, dann nimmst du den Bewegungsstopp. Mit Innenkerze und Außenstab hast du allerdings die Möglichkeit, eine Zeiteinheit tiefer zu gehen. Dann kann man lieber den Trendhandel am P3 bevorzugen, weil man dann einfach nicht so viel Zeit vor dem Rechner verbringen muss. Das ist quasi immer nur eine Frage des Zeitmanagements. Wenn du die Möglichkeit hast, in eine tiefere Zeiteinheit zu gehen, nutze es und führe deinen Stop an den P3 mit und lasse den Markt einfach entscheiden, wann dein Trend zu Ende ist. Also denn, tschüss!